Lego-Zeitschrift Magazin. Ja, und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Ja gut, was haben wir da? Es ist ein Heft ungeahnten Ausmaßes. Es ist ein relativ altes. Das sieht man, dass in Deutschland damals nur 4 Euro gekostet hat. Bei uns in Österreich schon immer 4,40. Weil so ein Heftel nach Österreich schicken, ja, pro Heft 40 Cent Porto, das muss man schon verstehen. Da, ja, es war noch vor Covid, da war Lego wirklich noch teuer und nicht. Egal. Heute sind wir ungefähr bei 17, 18 Euro, 1100 pro Magazin. Wurscht. Als extra haben wir den imperialen T-Striker dabei. Ein wunderschönes, ja. Damals haben die noch so ausgeschaut. Mag ich nicht. Mag ich irgendwie nicht. Schaut irgendwie komisch aus. Na, ist nicht so ganz meins. Und da haben wir. Da haben wir. Er ist bestehend aus 28 Teilen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, was soll man sagen? Hm? Süß, man kann das machen, man kann ihm so, ja, man kann ihm aber auch so. Also endlose Möglichkeiten sind da möglich, ja, endlose Möglichkeiten. Mir gefällt er irgendwie so. 28 Lego-Teile. Jetzt nicht was gut wie spektakulär. Mir persönlich gefällt er jetzt ja mittelprächtig. Es ist irgendwie so klein und schmächtig. Und, aber bitte wechseln wir das Thema, sonst werden einige Zuschauer noch depressiv. Als wunderbares Bonus-Extra, also als Extra-Extra, ist eine limitierte Karte. Ja? Wunderbar, ja. Limitierte Karte Nummer 11. Der Yoda. Der Yoda Limited Edition in einem wunderschönen Gold. Ich weiß nicht, er glitzert mal zu wenig. Also er glitzert schon. Und jetzt, wenn ich das eigentlich durch die Kamera sehe, glitzert er eigentlich doch wunderbärbel. Blau und Gold, so eine Farbkombination, die man nicht häufig sieht, aber schaut cool irgendwie aus. Gefällt mir. Ja, also den gibt es noch gratis obendrauf, aber definitiv not umsonst. Wir planen das Heft durch. Da Mr. Freeze. Vor ganz langer Zeit gab es den Mr. Freeze. Dann gab es ihn wieder und dann wieder und dann wieder. Wo? Also Comic, Werbung für anderes. Muss man jetzt ehrlich sagen, die es jetzt gibt mit dem Rückziehding, viel cooler. Aber mal um 15 Lego-Teile dazu. Und eine Lego Jurassic World ein Sticker-Tütchen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Kann man sich dann weiter Vollgas dem Star Wars Comic widmen. Darth Vader. Ja, wie immer, eine wunderbare Idee, dieses Abonnement abzuschließen und sich die Tentive, sich die Hefte nach Hause schicken zu lassen. Dann haben wir da die endlos lange Anleitung auf 2 Seiten. Dann haben wir noch ein kurzes Comic. Ja, dann haben wir Zeichnungen. Das war von mir. Ja, bin der Felix, bin 8 Jahre alt, also damals gewesen. Jetzt bin ich 16. Und ja, das war es schon wieder. Werbung für anderes Lego-Heft, Werbung für das nächstmalige Heft. Da haben wir einen R2D2, den haben wir ja noch nie gehabt. Nur in einem alten Print. Mit einem, nur klar. Das waren vielleicht dann 5, 6 Teile und das kannst du nicht bringen, ja. Wäre es Minifigur zu lernen, das kannst du nicht bringen. Also haben sie einen Maus-Druiden dazugegeben und haben gesagt, ja, 13 Teile, wir müssen zweistellig sein. Ja, was sagen wir zu dem? Ha? Was sagen wir denn zu dem? Wir dann das wieder mal wunderschön auftrapieren. So. Was sagen wir zu diesem Heft? Was kann man da dazu sagen? Es ist, ja, mir persönlich gefällt
Die Verpackung in diesem Rot gehalten vom Extra, vom Buildable Extra, gefällt mir persönlich nicht. Das mit dem Rot, das ist nicht so ganz mein Stil. Das finde ich persönlich irgendwie schier. Das Extra, was dabei war, geht, es ist annehmbar, war eine limitierte Karte dabei, das ist auch cool, wobei der Yoda, ja, der schaut da irgendwie auch jetzt nicht so prickelnd aus. Wenn man bedenkt, dass man dieses Heft in Österreich für 4,40 € käuflich erwerben konnte, vor circa preislich gesehen 22 Jahren, war es okay. Ja, war es okay. Man muss fairerweise sagen, die Teileanzahl ist ja mit den Preiserhöhungen immer ein bisschen auch nach oben gegangen. Mittlerweile sind wir so bei 50 bis 60 Teile. Die Extras sind auch größer. Ist mir persönlich lieber. Ja, die Polypacks-Anzahl, also die Teileanzahl in den Polypacks ist ja auch circa um 20 bis 30 gestiegen. Bei so kleinen Sachen, ja, da geht's. So Magazine oder Polypacks. Doch und Lego so ist relativiert, ja. Bei den großen Sachen, jetzt wo schon wieder über 100 € über 100 Sets Preis erhöht werden. Okay. Muss man aber auch fairerweise verstehen, weil ja, die Produktionskosten von Plastik ist sicher enorm gestiegen. Wie alles. Ja, das war das Wort zum Sonntag, obwohl heute Samstag ist. Und ich finde es prinzipiell nicht schlecht. Es war das Heft habe ich ergattert wieder in seiner zweiten Preis von einem Packung. Irgendwie war das Review komisch. War das Review komisch? Ich habe gerade irgendwie so leichte Rollover. Sprachprobleme. Macht nichts. Insofern, tüdelü.